Wir sind zurück aus der Sommerpause und damit herzlich willkommen zu den Tierlists im Patch 12.6. Wir schauen dabei direkt auf die Top-Lane und es ist so wie immer, es hat sich nicht viel verändert. Vor 3 Wochen war Dr. Mundo OP und Garen OP und es sind sie immer noch. 2 sehr leichte Champions, die aber in der Low-Elo sehr effektiv sind. Somit haltet euch an diese Picks, wenn ihr im Ranked auf jeden Fall eine sichere Lane haben wollt. Solltet ihr dann jemanden brauchen, der relativ tanky ist, aber gut Split pushen kann, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Yorick, denn der kann zurzeit auch richtig reinscheppern. Vor allem seine Schaufel tut richtig weh und seine Maiden ist wirklich eklig, vor allem wenn ihr Türme verteidigen müsst und dieser Champion immer auf der Sideline Split pusht und Druck ausübt. Zum Schluss haben wir dann noch Lilia als kleinen Sneaky Pick auf der Toplane. Sie hat zurzeit eine Bomben-Winrate dort oben auf der Toplane deutlich besser als im Jungle und kann super gut carryen. Also an sich ist sie ein AP-Jungler, der viel Mobility besitzt und sehr, sehr schwierig zum Catchen ist. Also wirklich ein nerviges Kit, aber sehr, sehr stark. Ein neuer Gast im A-Tier ist dann auch Singed. Er ist seit langem mal wieder aufgestiegen und kann mit seinem Gift vor allem eine AP-Toplane gut ausfüllen. Sonst haben wir die alten Kandidaten wie Urgot, Mordekaiser, Ornn und eventuell ein Teemo, der jetzt etwas nach oben gerutscht ist, weil er Winrate bedingt einfach sehr, sehr stark ist. Ich wollte ihn aber nicht zu weit hochpacken, deswegen bleibt er hier nur im oberen A-Tier und rutscht noch nicht ins S-Tier auf. Sein Trend ist aktuell nicht ansteigend, gar nichts Besonderes, also Teemo ein guter Pick im A-Tier, trotzdem solltet ihr wirklich aufpassen, weil auf der Toplane man zurzeit einfach gerne Tanks hat und die wirklich, ja, essentiell zur Teamkombo sind und oft einen Carry-Modus erreichen können. Denken wir da vor allem an eine Sejuani, die inzwischen auf die Toplane kommen ist, ein Shen mit der Ultimate, einen Olaf oder eine Illaoi. Das sind halt einfach Picks aus dem unteren A-Tier, die vielleicht mehr reinscheppern als ein Teemo, außer ihr spielt ihn wirklich gut und könnt öfters countern. Champions aus dem B-Tier wirklich nur anrühren, wenn ihr stark damit seid oder einen, ja, vielleicht eine spezielle Team-Kombo habt oder einen speziellen Pick abliefern wollt. Das war's damit aber erstmal zur Toplane und wir schauen direkt weiter in den Jungle. Im Jungle haben wir diesmal eine 6er-Riege. 2 Tanks, die ein bisschen auseinandergezogen worden sind, nämlich Amumu auf dem absolut ersten Platz. Er dominiert aktuell die Meta im Jungle und dann Rammus hinten dran. Unterschätzt aber Rammus nicht, er kann inzwischen ADCs fast one-shotten. Vor allem, wenn er genügend Rüstung hat, töten sie sich meistens selber. Dann haben wir Shyvana und Trundle, die 2 sehr ähnliche Richtungen gehen, nämlich man baut sie ja, sehr auf die Tank-Richtung und teilweise on-hit-lastig, wo man bei Shyvana eher über Gnash's Tooth auf die AP-Variante geht und bei Trundle mit Blade auf die AD-Variante. Sonst haben wir noch 2 wunderbare Picks, nämlich Belwoth und Master Yi, 2 Champions, die richtig krass carryen können, wenn sie gefeedet werden und die sie richtig ausspielen. Das sind 2 AD-Jungler, für alle, die sich zurzeit noch nicht so zurechtfinden. Dann haben wir wieder ein wunderbares A-Tier, wobei ich das fast skippen möchte, denn das hat sich nicht viel verändert, hier habt ihr wirklich viele Flex-Picks, sondern runter auf den Udyr kommen. Alle dachten, Udyr wird stompen. Udyr stompt auf der Top oder Udyr stompt im Jungle. Aktuell ist das Ganze einen Patch alt, deswegen warten wir hier noch ein bisschen ab. Das Ganze ist auch nur eine Pre-Tier-List. Teilweise sind hier Predicts drin. Deswegen haben wir Udyr aber erstmal hier unten, weil seine Winrate nicht ansteigt. Er ist extrem abfallend und bis jetzt hat er nicht diesen Pop gehabt, den vielleicht andere Reworks hatten. Und somit bleibt er hier erstmal im B-Tier und ich weise darauf hin. Man kann ihn aktuell noch ausnutzen, weil vielleicht viele nicht wissen, wie man gegen ihn spielen soll und was man von Udyr erwarten kann. Das kann eure Stärke sein, aber halt auch eure Schwäche und deswegen bleibt ihr unten im B-Tier, also überschätzt euch nicht. Das war's soweit zum Jungle. In der Midlane sieht dann zumindest mal das S-Tier sehr ausgedünnt aus, das liegt aber einfach an der extrem krassen Winrate. Also hier haben Heimerdinger und Swain 2 ja, eher Pocket-Picks oder eher Off-Meter-Picks komplett die Nase vorne und wenn die Winrate und die Pickrate hoch genug ist, dann bringen wir die Champions hier eben rein und das ist mit Swain und Heimerdinger der Fall. Diese beiden sind zurzeit AP-Carries, die etwas anders gespielt werden als die meisten Champions, aber wirklich sehr OP sein können. Dann haben wir im A-Tier unsere normale Riege, wobei ich da eigentlich nur auf die Wex hinweisen will, denn Wex hat sich in den letzten 3 Patches, wo wir keine Tierlist hatten, extrem gut entwickelt, einen sehr starken Anstieg gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass sie nächste Woche auch im S-Tier ist. Deswegen hier auf jeden Fall ein Champion, der zurzeit sehr stark in der aktuellen Meta ist, immer mehr gepickt wird und keinen Nerf bis jetzt bekommen hat. Hier also somit ein Carry, der gar nicht so schwer ist. Im unteren A-Tier haben wir dann noch die Standard-Champions wie Anivia, guter Wave-Clear, Annie, schönes One-Shot-Potenzial. Mit Veigar könnt ihr immer ins Late-Game skalieren und dann auch viel Schaden an Richtung One-Shotten. Und mit Malza habt ihr vielleicht auch einfach mal ein Tool, wo ihr ulten könnt und einen Gangster einfach ermöglicht. Also ein sehr stumpfes Kit, aber sehr effektiv. Im B-Tier haben wir dann geile Carries, die sind aber relativ schwierig zu spielen, deswegen hier spielt sie wirklich nur, wenn ihr sie könnt. Keiner will den Yasuo in der Mitte mit 0-10 haben, der nichts reißt und dann am besten noch schreibt,
Jungle Div oder so, weil er zweimal gegankt wurde und nicht gewardet hat. Also wählt hier diese Champs gut aus und in den richtigen Matchups, dann können sie OP sein. Ich denke hier vor allem an den Akshan, an den Sylas und an die Irelia als kleine Tipps von mir. Das war's aber soweit jetzt zum Mittel. Auch auf der Botlane hat sich mal diese Meta hart verschoben. Also wir hatten im Patch 12.14 war es glaube ich einen Sivir-Buff. Sivir wurde ein bisschen gebufft und hat jetzt komplett rausgehauen. Also Sivir ist zurzeit ein Hypercarry, ist aber hier nur auf Platz 3 im S-Tier. Miss Fortune kann immer noch mithalten, verschiebt sich hier aber von der Winrate ein bisschen, weil sie aktuell auch viel auf der Support-Position gespielt wird und da sehr erfolgreich ist. Also hier habt ihr zwei Champions, Miss Fortune und Sivir, die sehr poke-lastig sind. Sivir ein sehr defensiver Champion. Wir haben Miss Fortune eher ein Trading-Champion, kann auch nicht wirklich offensiv gespielt werden, kann aber gut mithalten. Und dann haben wir halt Nila. Und Nila ist zurzeit einfach busted. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber Nila ist Pick and Win. Wenn ihr den richtigen Supporter dabei habt, wie eine Soraka, die super stark ist, oder auch eine Lulu, mit der ihr wunderbar synergiert, ihr kommt einmal in der Lane ahead und ihr schnalzt alles aus dem Leben. Also hier Nila, ganz klar der absolute Carry-Pick. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Champion zu spielen, dann packt sie im Normal erstmal aus und dann gerne im Ranked, denn dieser Champion ist wirklich busted. Das A-Tier ist sonst auch noch sehr stark. Wir haben Chin, wir haben Tristana, Kog'Maw und Samira, wobei Chin der einzige Carry ist, der wirklich alleine hier gut performen kann. Tristana braucht eigentlich immer einen Nautilus dabei, genauso wie eine Samira, dass einfach genügend CC dabei ist und sie engagen kann. Und Kog'Maw braucht halt viel Peel über die Lulu und muss halt ins Late-Game skalieren. Sonst das untere A-Tier ist aktuell auch noch relativ stark. Und dann kommt das B-Tier und da ist das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, Nummer 1, die Sari, die hat die schlechteste Winrate, also man kann es gar nicht anders sagen. Sari hat zurzeit die schlechteste Winrate in ganz League of Legends. Man kann mit 41,5% diesen Champion eigentlich wegwerfen. So schlecht war nie Azir und so schlecht war noch nie Ryze. Zwei Champions, die sonst immer grottig sind. Also hier haben wir Sari, die dürft ihr eigentlich gar nicht mehr aufnehmen. Und dann haben wir Wayne. Wayne ist einfach extrem abgefallen, ist aber meiner Meinung nach sehr präsent. Wie gesagt, ich habe versucht, so viel wie es geht an Informationen einzubeziehen, aber Wayne ist zurzeit von allen Stats her grottig, obwohl sie immer wieder in Games carryen kann. Deswegen hier bei diesem Champion bin ich mir nicht sicher, ob er so scheiße ist oder ob wir ihn nur statmäßig so falsch kategorisieren. Trotzdem gerne mal Feedback da lassen. Meiner Meinung nach ist Wayne deutlich stärker, als er hier vielleicht abgebildet ist und Sari auch, obwohl Sari die grottigste Winrate aller Zeiten hat. Wollte ich nur mal anführen. Und zum Schluss schauen wir uns wie immer die Supporter an und dort haben wir schon mal den ersten Supporter, der wunderbar mit Wayne synergiert und das wäre Taric. Taric zurzeit super stark, kann aktuell auch wieder im Jungle ausgepackt werden. Ganz wilde Geschichte, aber Taric Jungle mit Lethal Tempo, der sehr viel für die Champion spielt, der sehr viel für die Lane spielt, aber selber dann kein Carry wird, kann possible gespielt werden und deswegen ist er auf Support halt auch super strong. Wenn ihr normal ausspielt in der Low Elo, könnt ihr richtig reinknallen. Dann haben wir noch Chenna, die auch natürlich ein sehr guter Unterstützer ist und dann haben wir einfach mal 4 Champions durch die Riege durch, die auf der Botlane reinfliegen oder irgendwas reinfliegen lassen und maximalen Schaden anrichten. Also Amumu ist der einzige, der da reinfliegt und sie sieht und sehr leicht ist und sonst haben wir Syrah, Xerath und Vel'Koz, die massiven Schaden verursachen, indem sie alles in die Gegner reinböllern, was geht. Aber Poke ist zurzeit sehr stark auf der Botlane, vor allem mit der Miss Fortune habt ihr halt diesen doppelten Poke, diesen Slow zur Verfügung, wo Gegner einfach super schlecht was sidesteppen können und somit könnt ihr hier über diese Lane, meistens in der Low Elo, weil ihr so wenig sidesteppen können, weil viele in der Lane dieses Game gewinnen wollen, ja, da die Lane gewinnen und somit effektiv carryen. Dann haben wir noch das A-Tier, da haben wir wieder zwei sehr geile Champions, nämlich Sona und Soraka, die aber endlich mal verdrängt wurden und ich habe schon Predictive, diese Nami, sehr weit unten eingeordnet. Sie kann man vielleicht noch ein bisschen höher schieben, aber Nami wird demnächst definitiv genervt, ihr Thunderlords wird nicht mehr geprockt von der E und somit ist diese Lucian-Nami-Kombo fast vorbei, ja, eigentlich komplett vorbei und dann haben wir auch noch die Wayne-Nami, Meta, was vielleicht wieder halt diese Wayne-Schlechtheit zurzeit spiegelt, aber wie gesagt, das ist der nächste Nerf, der kommen wird und somit Nami noch unten. Packt sie zurzeit aus, wenn sie OP ist, aber das wird im nächsten Patch garantiert der Fall sein, deswegen hier schon mal ein bisschen runtergeschraubt, dass er immer nicht mehr so stark ist. Das war's aber erstmal zu den A, B und S-Tiers hier unten auf der Support-Lane und damit sind wir auch schon am Ende der Tierlist.
Ja, und das war's auch wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über Diskussionen in den Comments und wenn wir auch gerne mal was falsch gemacht haben, verbessert uns. Wir sind nicht fehlerfrei. Weiteren Content findet ihr auf unserem Kanal wie Miniguides und Guides, aber auch Streams, wo wir uns zurzeit in Deer carryen. Das war's soweit von mir und damit Hashtag Stay Untiltable.